Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich sehe zwar ein bisschen dämlich aus, aber dafür kriege ich keinen kalten Kopf. So, und das ist mir lieber als dämlich aussehen, also warmer Kopf. Und naja, wir machen Wald-Kurzwissen. Genau genommen machen wir eher ein Outdoor-Kurzwissen, weil um den Wald soll es gar nicht gehen. Und zwar ein wirklich kurzes Kurzwissen. Seht ihr da die lustigen Falten in meiner Isomatte? Wie können die da drin sein? Naja, weil gestern haben wir hier gepennt und ich habe die dann schon pralle aufgepustet, ja, und da war die auch pralle und ich habe da wunderbar drauf gelegen. Und jetzt, nachdem man eine Weile nicht mehr drauf liegt, stellt sich dann der interessante Effekt ein, dass die Matte zwar schon noch, da ist schon noch Luft drin, ne, aber normalerweise sollte das nicht so einfach sein, die jedes Mal wieder auf den Boden durchzudrücken. Wenn ich mich da jetzt, allein wenn ich mich schon drauf hocken würde, sitze ich auf dem Boden. Alternative bei Expat-Matte von Frau. Die ist, ja, man kommt auch runter bis auf den Boden. Das ist bei den Expat-Matten aus irgendwelchen Gründen nicht so ausgeprägt, dass, ja, bitte. Ich habe sie gestern auch knallepumpe fest vollgepumpt. Ja, du machst immer Luft rein, was geht. Ich mache immer Luft rein, was geht, weil ich gerne etwas härter liege und vor allem am Morgen auch noch genug Luft drin habe. Genau. Ja, eben, das ist nämlich genau der Faktor, auf den wir hier zu sprechen kommen wollen. Allein, guck mal hier, das kann ich zum Beispiel so weit aufwickeln. So viel Luft fehlt, kann man sich ungefähr vorstellen. Jetzt ist die da wieder prall, da oben, aber da unten quasi nichts mehr drin. Das liegt nicht daran, dass die Matte irgendwie undicht ist oder dass die Matte irgendwie schlecht ist, sondern das liegt schlicht und ergreifend daran, dass wir es hier mit Physik zu tun haben, was wir da reinpusten, insbesondere wenn wir sie anteilig mit dem Mund aufpusten. Das mache ich ja immer. Ich muss bei meiner Thermarest mehr oder weniger, wenn ich die halbwegs straff haben will, am Ende nochmal 2-3 Mal mit dem Mund reinpusten. Und was man ausatmet, ist ja erstmal warme Luft. Das heißt, das Ding wird abends gefüllt mit vergleichsweise warmer Luft. So, und dann legt man sich drauf und man selber ist auch warm und das sorgt eigentlich normalerweise dafür, dass die Matte so warm bleibt, dass dann noch nicht allzu viel Physik stattfindet. Aber spätestens, wenn man dann gar nicht mehr auf der Matte liegt, morgens, wenn es kalt ist, dann geht da entsprechend die Physik ab, und zwar das Luftpaket, das sich in der Matte befindet, kühlt sich ab, und was macht kalte Luft? Die zieht sich zusammen. Ergo hat man vom Volumen her weniger Luft in der Matte und die Matte erscheint weniger voll und man könnte das Gefühl haben, die hätte ein Loch. Also das habe ich schon häufiger gehört von Leuten, die dann meinen, oh Gott, meine Matte hat ja schon ein Loch, da muss irgendwo ein kleines Loch sein, und sie suchen und suchen und suchen und finden das Loch nicht, und diese Lebenszeitverschwendung möchte ich euch gerne ersparen. Da ist kein Loch, das ist Physik. Ja, also bei Evelyns Matte, wie gesagt, da ist es auch so, aber die pumpt das Ding halt wirklich immer auf bis Ultimo. Und zwar nur mit dem Schnotzelsack. Ja. Ja, das ist das Gute, die Expat-Matten kann man halt mit dem dazugehörigen Schnotzelsack, filmst du kurz den Schnotzelsack, kann man die Expat-Matten ja wirklich problemlos komplett ohne selber reinpusten aufblasen. Das hellgelbe ist der Schnotzelsack. Ja, genau. Und nebendran sieht man das komische Ventil meiner Thermarest. Das ist das alte Modell. Die modernen haben auch noch ein besseres Ventil, aber ich habe jetzt halt noch das alte und nur wegen einem besseren Ventil kaufe ich keine neue. Also genau. So sieht das Ding aus. Und dann kann man da den Schnotzel auch anschließen, aber das Ding hat halt kein, das ist halt kein Rückstoßventil. Heißt, man kriegt nur so viel Luft rein, wie sie selber dann irgendwann wieder rausdrückt, und spätestens dann muss man mit dem Mund pusten. Und somit bei mir der Effekt halt eben auch nochmal etwas deutlicher ausgeprägt. Also, wenn das bei euch auch ist, nicht wundern, Matte nicht kaputt, sondern die Physik hat zugeschlagen. Und ja, das ist es im Grunde auch. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Und übrigens, wenn Matte kaputt, merkt ihr sehr schnell, wenn, dann liegt ihr sofort auf dem Boden. Ja, also selbst ein winziges kleines Loch, das man innerhalb von 5 Minuten am Boden.